dass die offizielle Lehre der Kirche mit dem ursprünglichen Original, mit der ursprünglichen Botschaft vergleichsweise wenig zu tun hat, ist eigentlich fast schon eine Binsenweisheit, dass die Menschen über zwei Jahrtausende in die Angst getrieben wurden, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Erlösung nur über die Mittler der Kirche gegangen ist, hat sicherlich etwas auch mit der Umsetzung eines Machtanspruches zu tun und wenig mit Religion und wenig mit einer Botschaft der Liebe. Dass das Original und dass die ursprünglichen Botschaften und Inhalte vielleicht ganz andere sind, das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Alpenparlament. Renate Schmidt, ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Und wir die Möglichkeit haben, wie du schreibst, etwas klarzustellen an der Botschaft von Jesus und klarzustellen an, und da wird es dann wirklich spannend, an der Botschaft von Maria Magdalena, die ja nun auch in der offiziellen Kirchenlehre so einen ganz speziellen Stellenwert, sage ich mal, sehr höflich hat und eher ignoriert wird letztendlich. Lass mich einfach mit der Frage beginnen, wie es dazu kam, dass du dich mit diesen Botschaften, den Originalbotschaften befasst hast, und ich frage das mal, befassen konntest. Wie ist das auch mit deiner eigenen Biografie in Verbindung? Ja, das ist ja wirklich sehr spannend, weil das ist so typisch auch, ich freue mich auch richtig, dass ich eine Stimme erhalten habe, weil die Stimme wurde den Frauen ja im Grunde genommen nicht erteilt. Ne? Das heißt also, ich war immer als Maria Magdalena an zweiter Stelle, immer hinter den Männern, war das aber auch gewohnt, mit ihnen zusammen zu sein auf der einen Seite. Ne? Und diese Botschaften, die haben mich wieder eingeholt sozusagen. Ja? Also ich war nicht jetzt irgendwie besonders kirchlich oder habe da etwas studiert in der Richtung, sondern das Thema kam sozusagen zu mir. Ne? Es kam zu mir. Ja. Wenn du eine... Hat mich eingeholt. Hat dich eingeholt. Und wenn du, ja, wenn du jetzt... ich sag mal, man würde das vielleicht umschreiben im Sinne einer früheren Inkarnation, diese Person, diese Persönlichkeit gewesen bist, ist das ja etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass es gar nicht so einfach ist, mit so etwas umzugehen, denn wenn man das so sagt, dann könnte man ja auch auf Irritation, aber auch auf Ablehnung, auf Kritik, die ist größenwahnsinnig oder was soll das denn, mit solchen Reaktionen wahrscheinlich auch stoßen, auf solche Reaktionen stoßen. Stimmt, ja. Damit hatte ich selbst zu tun, ja. Das heißt also, mein Ego, mein Verstand hat mir Riesenprobleme bereitet. Ich habe das ja jetzt ja nicht erst die letzten Jahre, es ging ja schon in meiner Jugend los, wo ich mich daran erinnert habe und das zu mir kam. Und dann ging es eigentlich immer so weiter. Ich habe immer, als wenn Gott das gewusst hätte, ne, das göttliche Präsenz das gewusst hätte, mein Verstand hat immer irgendetwas dagegen gesetzt. Ja? Und ich habe es dann aber erfahren. Also wie ein Beweis. Ja. Sozusagen immer ich selber habe einen Beweis bekommen. Und die Beweise, die gingen an, wie gesagt, in meiner Kindheit, dass ich da schon diese Träume hatte und oft auch das Gefühl hatte, ich bin jemand ganz anderes. Nun konnte ich da natürlich mit niemandem reden, weil ich bin, wie gesagt, aus einer Generation, ich bin 1950 geboren und das ist eine Generation, wo man da nicht viel, da konntest du ja mit niemandem drüber reden. Ne? Und wo das dann weiterging, da habe ich gedacht, ja, oh, das muss jetzt Gotteslästerung sein, ne? Gott, nee, also bist du ganz still, ne? Also da sagst du nie wieder was drüber. Dann kam das aber immer mehr zurück, dass ich gemerkt habe, ich bin da noch jemand anderes, ne? Und das ging ja dann weiter wie so eine ganz spannende Story, dass ja auch Jesus ja direkt sich dann wirklich bei mir gemeldet hat. Heute wundert mich das nicht mehr, weil es ist klar, wo hätte er sonst als Erster, als Mensch, der Mensch Jesus, wo hätte er hingehen sollen? Bei wem hätte er sich melden sollen? Ja, hat sich also zuerst bei mir gemeldet
Und ja, und hat mir dann, so ist auch das Buch entstanden, weil ich bin ja Ja. keine Schriftstellerin. Ich habe keine Ahnung vorher, wie man ein Buch schreibt, wie man das überhaupt macht. Ich habe das jahrelang mal gezögert, dann nochmal. Und ja, bis das halt immer klarer wurde. Und das Letzte, was wirklich eine ganz große Rolle gespielt hat, war, wo ich dann in Spanien, da steht alles im Buch drin, wo ich dann in Mallorca war. Und normalerweise in Ostern wäre ich nie dort gewesen, aber ich bin eingeladen worden und war dann wirklich mal von meiner Familie weg, von meinen Kindern, ne, damals. Und ja, das werde ich nie vergessen. Dann war ich in einer, bin ich in eine, die machen da ja so Ja, Prozessionen, ja, die ja. Spanier, die Katholiken. Bin evangelisch, also war evangelisch früher. Und bin da natürlich dann ausgetreten, aber egal. Bin da so richtig reingeworfen worden in so eine Prozession. Und dann spielte immer einer, ein Darsteller spielte immer Jesus mit den Ketten lang. Der ist dann durch Dorf, die Prozession. Und haben die mich so abgedrängt. Und dann kam es einfach so, dass ich direkt hinter ihm gelaufen bin. Die ganze Prozession. Und dann kam es richtig so innerlich. Also das ist ja eine Erfahrung, weil der Verstand, der kann ja wirklich viel erzählen einem, ne? Macht ja tolle Sachen und, ne? Aber dieses Erfahren, dieses Gefühl bis ins tiefste Innerste hinein, das ist etwas ganz anderes. Das kann man nicht einfach machen. Ja, und das war dann ausschlaggebend nochmal. Ja. Und so ging es halt weiter, ne? Also nur damit wir das klarstellen und Ja. damit das auch, dass wir das verstehen, es hat also nichts mit Channeln in dem Sinne zu tun, gar nichts, Habe ich sondern nie gelernt, wie im ja, Channel, ne? Keine es Ahnung. sind Botschaften, die du bekommst Ja. und deswegen, du schreibst ja in deinem Buch auch vom Original, das heißt, das ist also dann Ja. eine Originalbotschaft. Wir werden nachher ein kurzes Zitat auch einfach mal zur aktuellen Zeit daraus hören und kommen wir zu den Inhalten dieser Botschaften. Ja. Was ist denn die Mission, die ursprünglich es einmal gegeben hat und welche Rolle, das wäre dann der zweite, aber durch eben das Thema Maria Magdalena, mindestens genauso wichtige Punkt, welche Rolle hat die Maria Magdalena in Verbindung mit der ursprünglichen Mission, so wie sie dir übermittelt wird? Ja, die ursprüngliche Mission, die war, dass wir ja das, Jesus und ich das zusammen im Grunde genommen gelehrt haben. Nur ich war immer hinter ihm, weil eine Frau konnte nicht nach vorne. Es geht darum, also die göttliche Präsenz hat mir klar gemacht, also meine höhere göttliche Instanz hat mir klar gemacht, dass wir jetzt in einer Zeit sind und hat mir ganz klar gesagt, alle Schauspieler sind wieder da. Alle, die schon mal die Rollen gespielt haben früher, die sind wieder da. In anderen Körpern, es ist eine andere Kulisse, aber es ist das definitiv dasselbe und stimmt. Ich bin so vielen begegnet, die ich dann wirklich auch zuordnen konnte. Das war also wirklich spannend. Und jetzt geht es in der Zeit gerade auch um das, dass Jesus natürlich niemals jetzt sich für Gott geopfert hat, dass Gott irgendwie ein grausamer Gott ist, der sagt, und du, mein lieber Sohn, dich opfere ich jetzt für die Menschen, für die Sünden der Menschen. Das stimmt gar nicht. Ist Ja. aber eines der zentralen Ja, das stimmt gar nicht. Lehrinhalte der Kirche, also Ja. dieser Kreuzestod. Aufs Kreuz kommen wir Ja, gleich. genau. Aber das heißt, das, was du erfahren hast, ist, dass es diese Opferung, also den eigenen Sohn quasi für was auch immer hinzugeben, ein Thema der Kirche ist, letztendlich auch ein Problem der Kirche, aber nichts mit den Ereignissen vor 2000 Jahren zu tun hat. Genau. Und Hat. was war dann stattdessen? Also würde man ja Ja. automatisch fragen, was ist passiert, wenn es diesen Opfertod nicht gegeben hat? Ja, was ist passiert? Ich kann mich ja an diese, konnte mich dann auch daran erinnern, an was passiert ist, bruchstückhaft und hatte auch irgendwie immer ein bisschen schlechtes Gewissen. Weil es geht darum, Jesus ist schon ans Kreuz gekommen. Ne? Das ging gar nicht mehr anders. Das wollte er auch so, weil er wollte seine Mission nicht widerrufen.
Seine wirkliche Mission wollte er nicht widerrufen. Und dann war es wirklich auch abgesprochen, dass er aber nicht sterben sollte am Kreuz, was er auch letzten Endes nicht ist. Ne? Es ging dadurch, dass ich vor allen Dingen war mit dran beteiligt, als eben auch wirklich Art von, man könnte heute sagen, Gifte, Narkotika gegeben hat, ja, ja, wo er das nicht alles so merkte und wo er nachher auch wieder wirklich aufgewacht ist. Ich muss eins noch dazu sagen. Also lebendig abgenommen wurde, ja, und gerettet, ja, werden konnte. Ja. Ja. Und ich muss eins dazu sagen, viele spekulieren ja, dass er nachher nach Indien gekommen ist oder sowas. Mhm. Das ist auch so ein Streitpunkt. Ne? Ja, kann ich bestätigen. Das war so. Er ist wirklich dorthin gekommen, außer Landes, alles aber entgegen seinen Willen. Es war alles eine ganz fürchterliche Zeit. Also ich möchte, das kann jeder sich vorstellen, der das miterlebt, wie schrecklich das ist, dass nichts machen zu können dann und alles. Ne? Und ich habe dann aber diejenige, die wirklich auch gesagt hat, er ist wieder auferstanden. Aber nicht im Sinne, was die Kirche jetzt draus gemacht hat. Die hat ja dann wirklich einen Gott draus gemacht, der natürlich wieder aufgestanden ist. Ne? Da wir alle von einer, sagen wir so, göttlichen Ebene kommen, die meisten Menschen hier auch, nur die wissen das halt nicht mehr, die haben es vergessen. Jesus war ja auch ein hoher Meister, der natürlich auch mit umgehen konnte. Der konnte auch, der musste nicht körperlich jetzt neben dir stehen. Ne? Das kannte ich schon von ihm. Ne? Da konnte sich direkt neben dich hinprojizieren. Ne? Und ich wusste das auch. Ne? Und ich habe dann gesagt, er ist wieder auferstanden. Also in dem Sinne. Ja, sodass ich nicht mehr nach ihm dann gesucht haben. Es war, ja, okay. Etwas provokant würde ich jetzt fragen oder sagen, das klingt ganz stark nach Dan Brown. Jetzt ist aber Dan Brown ja jemand, der seine Sachen vor wenigen Jahren geschrieben hat. Bei dir war das aber älter. Ja, ja, sicher, ja. Das Buch ist ja schon viel früher rausgekommen. Ja. Ich hatte es auch schon viel Nur früher. Nur einfach, ja, als, ja, Klarstellung, dass man ja nicht sagt, okay, die setzt jetzt auf, ja, den Brown, ja, auf, ja, sondern das, was du empfangen hast, ist etwas, was sehr viel älter ist. Und, also ich fand das super. Also ich habe mich dann darüber gefreut, weil stellt man sich vor, du bist dann zu einer Zeit, wo noch gar niemand sowas gesprochen hat, dann weißt du in dir etwas. Ja, und nachher ist klar, dann haben ganz viele Menschen auf einmal, wie das dann oft so ist. Und da habe ich, ist klar, das ist dann ja auch für mich, war das ja immer, ja, von meinem Verstand wieder, natürlich auch eine Bestätigung. Viele Menschen haben Bücher geschrieben, auch wunderschön, ja, darüber. Ja, und das ist ja für einen selber dann, ne, wenn man noch ein bisschen so mit dem Verstand behaftet ist, dann doch halt letzten Endes dann doch eine Bestätigung. Ne? Ja, ja. Aber da muss ich jetzt natürlich eins zu sagen, das gehört einfach dazu jetzt, ja, okay. Ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich ganz viele aufschreien, nein, kann nicht sein. Jesus hat zu mir gesagt, ich habe ja ganz viele Jahre mit ihm geistig kontaktiert. Ne? Dann hat er ja gesagt, ich soll, schreib mein Buch neu, stell das richtig. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin keine Schriftstellerin, ich weiß gar nicht, wie sowas geht, spielt alles keine Rolle. Letzten Endes kam er selber. Das ist nämlich genau der Punkt. Er hat zu mir gesagt, damit ich will mich dir zeigen, ja, und ich will wieder zu dir kommen. Und er kam wirklich. Er hat sich wirklich jetzt, ne, nicht damals, jetzt manifestiert, weil er wahrscheinlich wusste, dass ich vielleicht das Buch dann sowieso nicht machen würde, weil ich vielleicht doch mir selber nicht traue oder was es sein könnte. Er kam und er ist auch da. Er ist hier. Aber nicht so, ja, wie sich viele das zeigen, der irgendwo rumläuft und heilt oder so. Das ist er nicht. Und es liegt auch ganz allein an ihm, wann er den Zeitpunkt für richtig hält, ja, wieder in sich irgendwo zu zeigen, ja, sich zu zeigen. Ne? Aber eines, er wird sich nie wieder so zeigen, wie er mal war. Da muss niemand drauf warten. Er kommt nicht wieder her und sagt, ich bin der, sondern es wird alles ganz anders vonstatten gehen. Ja, aber er ist als Mensch wiedergekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat die als Mensch und er wurde einfach von ihm wurde einfach ein Gott gemacht.
Und der Mensch, der war, der wurde total vergessen. All das Leid, er kam also wieder mit all seinem Leid, mit seinen Wunden, mit seinen Tiefen. Er hat zu mir gesagt, ich bin wiedergekommen mit all den tiefen Demütigungen, mit all dem Leid und mit all dem, was ich als Mensch miterlebt habe. Und das gehört einfach dazu, zu der Geschichte, weil sonst wäre es nur halb. Ja. Du hast angesprochen, das Thema Kreuz, also das ist in der Tat, das ist ja nun also sicherlich einer der gravierendsten Höhepunkte des persönlichen Leids, auch des Menschen, in einer solchen Weise gefoltert, wenn nichts anderes ist, es gefoltert zu werden, mit dem Ziel, jemanden umzubringen. Das Kreuz ist ja dann sehr symbolträchtig für die Kirche geworden. Ja. Wie bewertest du das? Für mich ist es ganz einfach beabsichtigt, eine Trophäe. Sie schieben also für mich ist es eine Trophäe von Menschen, von einer Institution, die einfach nicht in der Liebe ist, die auch gar nicht die wahre Lehre von Jesus, wie sie wirklich ist, weitergibt, die auch damit die Tiere vergessen hat, die auch dazu gehören, die Natur, alles, all das gehörte zu der Lehre, all das gehörte zu dem, was Jesus wirklich gelehrt hat, ja, und das haben die einfach im Grunde genommen im Großen und Ganzen weggelassen, die haben das verändert und ich sehe das ganz einfach als ein Machtsymbol, ja, um die Menschen, die Gläubigen im Glauben zu lassen, wenn ihr betet, wenn ihr brav seid alle, ja, wenn ihr uns huldigt, wenn ihr zu uns kommt, wenn ihr zu uns gehört, dann können wir euch den Weg zum Himmel freimachen, was nicht stimmt, was wirklich nicht wahr ist. Ja, also ich bin jetzt nicht hier, um gegen die Kirche zu streiten. Ich sag mal so, die Zeit ist eine Zeit der Versöhnung und der Liebe, aber dennoch, was gesagt werden muss, was Wahrheit ist, das ist einfach so. Ja, im Endeffekt. Es ist ja, was du sagst, auch etwas, wenn man da etwas tiefer drüber nachdenkt, schon sehr skurril an sich ist, dass eine Botschaft der Liebe, der Nächstenliebe, mit dem Abbild grausamster Folter in Verbindung gebracht wird und insofern Machtinstrument, aber auch ein Instrument, was jenseits der Kirche ja auch von Hintergrundmächten immer wieder genutzt wird. Richtig, genau. Das ist ja der Punkt. Für mich ist die Kirche, also die weltlichen Mächte und die kirchlichen Mächte arbeiten für mich zum größten Teil zusammen. Es ist einfach ein Machtinstrument, ja. Und wenn wir mal weitergehen, dann wird ja auch einem ganz besonderen Name oder ein besonderer Name wird hier immer wieder fallen. Und das ist ja Luzifer letzten Endes, ist ja auch ein Sohn Gottes, das ist ganz klar. Ne? Was schon längst nicht mehr der Fall ist, ne? Luzifer und Jesus, das sind ja Brüder. Also sein wahrer Name ist Morgenstern im Übrigen. Morgenstern ist sein wahrer Name. Und wo es auf der Erde immer wieder darum geht, von den Machtherrschern, die wirklich die Macht in der Hand haben, egal welcher Bereich des Lebens das ist, ob es der Glaube ist, ob es die Wirtschaft ist, ob es die Nahrung ist, ob es unsere Luft ist. Ja, es gehört alles zusammen und das wird beherrscht durch sie. Ja. Und dazu gehört das auch, dass sie etwas künstlich aufrechterhalten, einen Streit, einen Krieg, eine Person, wie jetzt zum Beispiel Morgenstern, Luzifer, der ist jetzt an allem schuld. Der ist der Böse und dem lassen wir jetzt alles an, ja, was wir selber aber machen, ne? Was wir selber im Grunde genommen hier machen. Also diese, sage ich jetzt als Politologe und Historiker, diese Funktion, irgendjemanden so die Rolle des Welt- oder Regionalbösewichtes zuzuspielen, hat ja was sehr Pragmatisches. Erinnert mich an die Politik der CIA und der Amerikaner in vielen Bereichen. Saddam Hussein, Gaddafi, Nordkoreanischer oder wer auch immer, irgendjemand hat immer diesen Job. Und das Interessante ist, dass mit diesem Job dann den Bösewicht ausgemacht zu haben,
all das auf der anderen Seite an vermeintlichen Gegenmaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen, letztendlich bis hin zu der Richtung eines totalitären terroristischen Staatswesens abhören und was wir jetzt gerade haben, ja, und so wir weiter, erleben ja alle. alles legal und legitimiert wird, legal ist dann auch wirklich wurscht, ob legal oder nicht, legitimiert wird. Und ist das so vergleichbar mit, dass man jetzt hier in der Weltgeschichte sich eine Figur des Bösen ausgesucht hat und damit all die anderen Dinge, Hexenverbrennung, die Ketzerverfolgung, alles letztendlich gerechtfertigt, die grausamsten Geschichten gerechtfertigt werden konnten und gerechtfertigt werden bis auf den heutigen Tag. Ja, da können wir, das gehört dazu, aber da können wir natürlich noch einmal drauf zurückkehren, wenn man dann das Ganze so sieht, ne, um was es wirklich geht. Ne? Damals die Zeit, wo Jesus und ich als Menschen damals lebten, war es ja eigentlich im Grunde genommen, habe ich mir überlegt, das ist ähnlich wie jetzt. Ja, da war das große Rom, das große Herrscherreich, und die haben ja alles dominiert mit ihrem Heer, mit dem riesigen Heer. Ja, haben ihre Provinzen gehabt und so. Und dasselbe ist jetzt wieder, ne? Und deshalb hat Jesus ja auch gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann kann man das ja auch richtig gut verstehen. Mein Reich, da wo ich herkomme, ja, unsere, sagen wir mal so, können wir ruhig sagen, Galaxie, wo wir alle herkommen. Wir haben es noch vergessen, wo wir alle herkommen, ne? Wir meinen, wir sind, die meisten Menschen denken, naja, wir sind so, wir sterben und sind wir für ewig, dann sind wir halt weg oder wir müssen warten bis zum jüngsten Gericht. Das ist halt aber nicht so, ne? Wenn wir darauf zurückgehen jetzt nochmal, ne, auf das Ganze, dann ist es dasselbe geschehen wie es damals. Es ist immer dasselbe. Spiel. Und die schaffen es nur im Grunde genommen, weil die Menschen bis jetzt nicht sich einig sind. Und der Gemeinnutz, der Gemeinnutz ist immer mehr ins Hintertreffen und der Eigennutz und Ellenbogendenken und jeder gegen jeden, so wie es jetzt ist, ne? Und deshalb schaffen die das ja so leicht, ne? Deshalb schaffen die das so leicht, so gegeneinander auszuspielen. Und im Grunde genommen ist es jetzt wieder die Zeit, wo es wieder darum geht, wo die Menschen sich überlegen können, ja, wo wollen wir denn hin? Was kommt auf uns zu? Ja, darum geht's auch. Was kommt auf uns zu? Wir sind jetzt in einer Zeit des Wandels, in jedem Fall. Ja? Und, lass uns ganz kurz nochmal bei Lucifer bleiben, weil es dann noch zwei Aspekte gibt. Also die Rolle selbst, sagst du, ist quasi eine geheilte. Also die Rolle des negativen, bösen Satans, wie er auch bezeichnet wird, ist so nicht mehr da. Nein. Wir haben aber das, was du auch beschreibst, die gefallenen Engel. Was ist denn da der Unterschied und wer ist der eine und wer sind die anderen? Ja, das hört sich ja jetzt so an. Die Geschichte von den gefallenen Engeln kennen noch ganz viele sicherlich, ne? Und das stimmt tatsächlich. Da müssen wir noch, müssen wir eigentlich noch mal ein kleines Stück zurück. Wenn ich zu viel, dann sagst du das einfach. Ne? Ja. Müssen wir noch mal ein Stückchen zurück. Wir wollen es verstehen. Dann gehen wir ein Stück zurück. Ja. Auf den Ursprung der Menschheit. Wo kommt die Menschheit denn überhaupt her? Der jetzige Term, wo kommt der überhaupt her? Der Mensch, ne? Der ist nämlich auch nicht so, wie das in der Bibel steht, entstanden. Ne? Dass der Gott ihn erschaffen hätte, der allmächtige Gott, der ihn erschaffen hätte und er war dann da und er war gleich über all den anderen. Das stimmt nicht, ne? Die Galaxie wurde, sind ja ganz viele Planeten, gehören zur Galaxie, ne? Und es gibt auch noch viele andere Galaxien, ne? Und die Menschen sind aus dem Ursprung, stammen die wirklich aus einer, wie soll man sagen, das ist wie so ein Experiment gewesen, ja? Wie ein Experiment, wo die Abtrünnigen, das ist ein Teil die zu den galaktischen Völkern gehörten, einfach ein Experiment mit den Urmenschen gemacht haben. Ne? Ein Experiment mit den Urmenschen. Und der Urmensch war der eigentliche Mensch. Aber der hätte sich ja ganz anders weiterentwickeln können. Auf seinem ursprünglichen, normalen Weg. Das hat er nicht mehr. Er hat einen Verstand, also einen Baustein, so habe ich das alles erfahren, einfach dazugekriegt. Ja? Und dann waren natürlich den anderen ab dem Moment überlegen. Ja. Und wenn wir einfach uns mal die heutigen anschauen, dann kann man immer noch ganz genau unterscheiden, wo gehören die Urmenschen hin und wo die
Terra-Menschen, der moderne Mensch, sag ich mal so überall. Ne? Die haben sich dann halt verbreitet in Windeseile, ja, und haben dann die Erde sozusagen dann bevölkert, zum größten Teil. Ne? Und die gefallenen Engel, die sind letzten Endes wirklich diejenigen, die gegen den göttlichen Rat, weil der göttliche Rat hat gesagt, das ist ja auch so eine Botschaft, der sagte, auch wenn das auf völlig einem anderen Weg ist, ich will diesen Terra-Menschen eine Chance geben, sie sollen, die Jahre stehen nicht fest, Zeiten auch nicht, sich entwickeln dürfen im Sinne unseres friedlichen Lichtcodes. Ne? Also wenn sie sich erweisen, ne, dass sie halt, wie sagt man, also dem gewachsen sind oder entsprechen, genau, ja, sind. Dann will ich sie zu uns, zu unseren Reihen, also ja, dazu gesellen sozusagen, ja. Und die gefallenen Engel, das sind die haben sich dann sozusagen dagegen entschieden. Ja, die haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Ne? Wir mögen die nicht. Wir wollen das nicht. Wir finden das nicht gut, dass das so gemacht wird, ja. Ich sag's mal mit ganz einfachen Worten, ja. Und dazu gehörte auch Morgenstern, ja, Luzifer. Nur der ist schon längst wieder zurück. Ne? Die meisten sind schon längst wieder zurück, weil Gott, die wahre Gottheit, das ist ja wirklich Liebe und Versöhnung. Ja? Und nicht Strafe und Rachsucht und bring mir Opfer. Und das ist einfach nur lächerlich. Das hat der gar nicht, das haben die gar nicht nötig. Ja? Und jetzt auf der Erde haben sich dann sozusagen diese gefallenen Engel zusammengetan mit der weltlichen Macht, vor allen Dingen mit den Kirchen, mit anderen noch, mit den Grausamen, werden sie genannt auch, ne, die aus ganz anderen Bereichen kommen, aus ganz anderen Bereichen, die wirklich ganz anders handeln wie die Friedfertigen. Ne? Und die waren aber dann, sind gerufen worden von diesen gefallenen Engeln, die zurückgeblieben sind auf der Erde mit ihren Terra-Menschen. Und die haben das dann alles in die Bahn gelenkt. Und die beherrschen heute noch diese Welt. Also ja? die du sagst, die Truppen, ja, wenn man das mal militärisch ausdrücken wollte, die Truppen des Bösen, ja, die gibt es, und der Grausamkeit, die gibt es unverändert. Natürlich. Während der ursprüngliche Ursprung mal eines dieser Entwicklung, nämlich Luzifer selbst, genau, den Weg der Heilung oder den Weg der Versöhnung zurück angetreten, ja, hat. Ja, das heißt also, es wird unter einem falschen Namen gehandelt. Das stimmt nicht so, ne? Das wird unter einem ganz falschen Namen gehandelt, um natürlich wieder alles zu vertuschen, ja, die ganze Geschichte, ja. Gut, du hast darauf hingewiesen, völlig zu Recht, dass das Ganze ja auch etwas mit Macht und Machterhaltung zu tun hat. Und da sind ja genau solche Strukturen, ja, unabdingbar. Wenn ich die nicht habe, kann ich die Menschen nicht in die Angst. Und wenn ich die Menschen nicht in die Angst kriege, ja, dann kann ich ihnen auch nicht die Erlösung. Früher war das Ablasshandel, das ist dann völlig abstrus. Ja, völlig absurd. Dass du ja irgendwie Geld hinlegst, dann hast du vorher umgemordet, alles möglich, dann hast du, genau, ich was, 5 Gulden bezahlt, dann war wieder alles okay. Richtig. Und nur, dass die Kohle bei euch nie angekommen ist. Ne? Richtig, ja, so sieht's aus. Ja. Du hast angesprochen im Zusammenhang mit der Botschaft, das war ja so nebenbei, ich würde aber da gerne nochmal einen kleinen Akzent drauf legen, auch die Rolle der Tiere. Ja. Wie ist das, also wir haben ja von der Kirche auch so die transportierte Botschaft, macht euch die Erde untertan. Das ist ja nun so etwas, was nicht ganz unproblematisch ist, weil es die Aufforderung zur Unterdrückung, die Aufforderung zum Machtaufbau beinhaltet. Und da spielen ja die sich nun am wenigsten wehren können, außerhalb der Menschen, die Tiere, nochmal eine ganz spezielle Rolle. Ja, und da können wir uns jetzt ganz leicht vorstellen, wie wer sagt sowas, macht euch die Erde untertan. Ihr dürft auch die Tiere alle dominieren. Das ist nicht die wahre Gottheit, sondern das ist schon der Gott, der Grausam, ne? Der dann auch angebetet wurde. Und der sagt sowas, der hat Opfer verlangt von Anfang an. Ja, und das muss man ganz klar so sehen, weil für unsere wahre Gottheit, die für die Erde wirklich zuständig ist, ja, das sind die Tiere gleich dem Menschen gesetzt.
weil die ja von dem, aus der gleichen Ursubstanz entstanden sind auch, ja. Und das ist ja ein Gott der Liebe. Der braucht doch keine Opfer. Ja, was wäre denn das für ein Gott, der ja, wie passt Opfer das auch braucht? Mit, du sollst nicht töten zusammen. Der passt überhaupt nicht. Denn, ja. denn es ist ja bei dem Satz oder bei dem Gebot, du sollst nicht töten, also ich finde dahinter jetzt nicht Klammer auf, gilt nicht für Tiere, Klammer zu, sowas. Also wie bei den Themen unser täglich Brot gib uns heute, Klammer auf, aber sonntags gibt es Backverbot bei den Bäckern, Klammer zu. Das ist ja nicht spezifiziert worden in dieser Form. Ja. Du sollst nicht töten, heißt du sollst nicht töten. Das ist ganz einfach, so ein Wort, ne? So ein Wort. Du sollst nicht töten. Das ist ganz klar und deutlich. Und das wird einfach halt rausgerissen, verdreht und aus der, in der Urchristen, also bei den Urchristen, da war das aber noch drin, ja. Die haben ja auch diese Lehre zum größten Teil ja auch nochmal richtig weitergegeben, also ursächlich weitergegeben, ja. Nur dann wurde es immer mehr verwässert, immer mehr, ne? Immer ging mehr um die Macht. Auch die Reinkarnation, der Glaube an die Wiederkehr der Seele war von Anfang an dabei. Wir wussten das von Anfang an, dass wir wiederkehren, dass wir wiedergeboren werden, innerhalb des Erdgürtels zum Beispiel. Das wurde alles rausgenommen. Alles, was geschadet hat, was die Macht genommen hätte, wurde einfach rausgenommen. Wurde man einfach, kann das ja, man ne, kann das ja als Religionshistoriker sogar wirklich definieren, wenn du in das Konzil von Nikäa gehst, wo die Apokryphen und wo all das, was an alternativer Lehre es ja gegeben hat. Die ganzen Evangelien, die ganzen Schriften sind ja alle da. Und dann haben sich da so ein paar Typen zusammengesetzt und gesagt, okay, das kommt jetzt in die Bibel, das ist jetzt der neue Kanon, das bauen wir jetzt so und das ist das auch, was uns passt. Und dann gibt es ein paar andere Sachen und die sind dann, das ist wie damals, wie heute, waren das dann die Verschwörungstheorien. Ja. Die sind dann in den Orkus geschüppt und gleichzeitig auch diskreditiert worden. Also nicht nur passt nicht ganz, sondern es ist gleich auch noch mit dem Vorschlaghammer des Unwahren, des Ketzerischen und so weiter. Und das ist in Ikea säuberlichst getrennt worden. Und das eine war gut und das andere waren eben die Verschwörungstheorien genau, von damals. Genau, das waren die Verschwörungstheorien. Ja. Und deshalb hat er damals ja Jesus auch zu mir gesagt, schreibe mein Buch neu, stelle das richtig. Wer soll es machen, ne? Außer du? Im Grunde genommen. Und das hast du dann gemacht. Ja. Springen wir jetzt, ja. weil es dann aus der Vergangenheit, denn du lebst jetzt im Hier und richtig. Heute, in dieser Inkarnation. Was ist denn die Botschaft, wohin die Menschheit sich hin entwickeln soll? Wenn wir jetzt, es wird viel von einem neuen Zeitalter geredet. Wo ist denn jetzt der neue Auftrag, die neue Vision, die neue Mission, die aktuelle Mission? Wo stehen wir? Wo steht die Menschheit? Da kann ich am Anfang gleich eins sagen. Das ist im Grunde genommen ganz, ganz einfach, weil die göttliche Präsenz hat gesagt, ich schaue in das Herz der Menschen. Und das fand ich so toll, ja. Da steht es geschrieben, wer du in diesem Moment bist, wer du bist. Und das kann man nicht kaufen, das kann man nicht sich erkaufen, teuer. Mhm. Ne? Das spielt keine Rolle, wer ich bin, ob ich jetzt ein Millionär bin oder ein ganz armer Mensch, ja. Danach wird sozusagen geschaut, ne? Aber die Botschaft heißt im Grunde genommen, es ist eine Zeit, der wie das jüngste Gericht, das ist schon längst da, da ertönen keine Posaunen, da sind wir drin. Und ich persönlich habe nie Zeiten bekommen, dass es gesagt wurde, dann und dann Jahre oder so, ne? Also ich persönlich nicht. Ja, mir hat man nie Zeiten gesagt. Die göttliche Präsenz hat gesagt, ich bin da, wenn ich dann da bin. Und mir wurde aber gesagt, dass er kommt, dass die wirkliche wahre Präsenz wirklich auf die Erde wirklich zurückkehrt. Und das hat ganz viel mit der Frau zu tun, mit dem Weib, nicht mit der Frau, sondern mit der weiblichen, göttlichen Energie, mit der Liebe, mit dem Mitgefühl, mit dem Mütterlichen, mit dem Respekt vor der Natur, vor den Tieren, vor den Menschen, miteinander. Und da geht es wirklich um Gemeinnutz. Da heißt es,
bist du in der Lage, mit den anderen zusammen zu leben, gemeinnützlich? Bist du bereit zu teilen? Ne? Was nichts mit Arm zu tun hat, das hat ja auch die Kirche gesagt. Ne? Muss ja ganz arm sein, dann bist du ja selig. Das ist ja auch Blödsinn. Er hat aber Blödsinn. Für sich selber nie gegolten. Also auch Blödsinn, nee. Ne? Das gehört auch nicht dazu. Nein, aber wie gehe ich wirklich mit allem um? Ne? Wer bin ich wirklich? Bin ich bereit, friedlich, wirklich friedlich mit allem, was da lebt und existiert, zu leben? Bin ich das? Danach geht's. Ja. Das ist im Grunde genommen, wo es wirklich drum geht. Bei der Frage oder bei der Position und der Rolle und der Funktion von Maria Magdalena stellt sich im Hinblick, auch da hat ja die Kirche auf die Rolle Jesus eine ganz spezifische Interpretation festgelegt. Und das weibliche Prinzip und die Frau, ich sag mal, nicht nur in den Hintergrund gedrückt, sondern als Gefäß der Sünde und Ähnliches dargestellt. Es ist aber im Ursprung, im Original, das Paar. Es ist das männliche und das weibliche Prinzip. Auch das Zusammensein von Jesus und Maria Magdalena, etwas, was nicht nur nichts Gotteslästerliches ist, sondern was eben was Urmenschliches ist und was ganz Normales. Verstehe ich das richtig? Ja, richtig, genau so ist es. Das wurde natürlich total auch verfälscht, zur Seite gerückt. Und natürlich damals die Frau, also ich konnte mich erinnern, dass ich mit vielen Männern, das war in dem Leben ja auch nur so, also mir wurde die Kulisse schon vorgesetzt. Ich war schon als Jugendliche, bin ich immer mit jungen Gruppen aufgetreten. Ja, nicht so mit Mädchen, wie es die meisten gemacht haben, mit jungen Gruppen, habe mit denen diskutiert, mit gesprochen und so weiter. Und das hat immer mehr dann auch da zurückgeführt, ja, so, dass ich damals doch schon, konnte ich mich dann auch immer wieder weiter erinnern, doch schon einiges zu sagen hatte, weil Jesus hat mich schon gefragt, nur, und ich habe auch oft gesprochen, durfte auch mal reden, aber immer so, ne, so versteckt, so hinten und, also nie, er war da vorne und ich hinten. Und das war da auch ganz normal, ging ja nicht anders, war okay. Wir haben angesprochen Nikäa, wir haben so ein bisschen die kirchliche Machtstrukturen entwickelt. Bei dem Thema stellt sich natürlich für mich sofort die Frage, dieses Zölibatsgebot, ist das im Sinne des Originals oder ist das purer Schwachsinn? Das ist purer Schwachsinn. Das ist nicht im Sinne des Originals. Das hat Jesus auch ganz anders gesehen. Man darf natürlich eins nicht vergessen. Er war mit einem kleinen Finger natürlich mit denen verbandelt, ne? Mit seinem Glauben. Ne? Hat sich aber immer mehr entfernt und er selber wollte den ja reformieren. Er war ja ein Reformer. Ja, ja. Ne? Er wollte ja reformieren und ganz klar auch darstellen, dass die weibliche göttliche Energie und die männliche göttliche Energie eins sind und zusammengehören. Dafür hat er sich eingesetzt. Und dazu gehört ja auch die Frage, das hat die Kirche sich dann ausgedacht, was ja auch völlig, was wir heute ja auch sehen, völlig schwachsinnig war und immer noch ist. Ne? Auch nichts mit Sünde oder Abkehr von der reinen Lehre zu tun nein, hat. Nein. Ich rede jetzt gar nicht über die Auswirkungen, die das eben auch hat oder haben kann, sondern einfach nur, dass man einen Teil des menschlichen Seins, im wahrsten Sinne des Wortes, in dem Fall kastriert, ist nichts, was auf dem ursprünglichen Plan stand. Nee, das steht nicht auf dem ursprünglichen Plan. Ja. Das kommt aus einer ganz anderen Richtung. Diese ganze Männergeschichte mit dem nicht nur bei den katholischen, ja, sondern wenn du in Religion reinschaust, dann laufen ja die meisten sogar in Weiberröcken, sag mal, in Frauenkleidern rum, ja. Ne? Warum? Die Männer, warum, ne? Und in den meisten Religionen sind ja die Männer immer noch die Oberhäupter. Das kommt aber aus einer ganz anderen Ecke, aber niemals aus der Lehre von Jesus. Das definitiv nicht. Wir hatten ganz am Anfang versprochen, dass du einfach ein Stück selber vorträgst von dem, was dir übertragen wurde und was du dann in dein Buch hast einfließen lassen. Und da würde ich dich jetzt einfach bitten, dass du da eine kurze Passage einfach, wie du so schön schreibst, im Original mal vorträgst. Ja,
Das ist aus dem Original der Botschaft. Wir gehen zurück in das Land der strahlenden Sonne, das Land des Lächelns, wenn es die Zeit dazu ist. Aber wir nehmen auch jene mit, die zu uns gehören. Das sagt Jesus, mit denen ich überwinde alle Grausamkeiten, alle Höllen. Der göttliche Geist ist mit mir und ich erhebe mich zum Geist, um zu erfüllen, was von ihm geschrieben ist. Ich habe gesagt, ich komme wieder und ich bin gekommen. Aber mein Kommen ist ganz anders als das, was in einem Buch der Erde über mich geschrieben wurde. Ich bin stillgekommen, aber ich werde dennoch beenden, was beendet werden muss. Es ist das Zeitalter des versklavten Menschengeschlechtes, das ich beenden werde. Es werden keine Posaunen ertönen, die das jüngste Gericht ankündigen. Das jüngste Gericht ist schon zusammengetreten. Alle sind versammelt, die dazu berufen sind, und es wird stattfinden. Jetzt kommt eine Passage, die ich jetzt vorlese. Da habe ich mit meinem Verstand auch immer viele Themen gehabt. Ne? Ich habe immer alles für mich auch durchgeschaut. Ne? Ob du das überhaupt aufschreiben darfst. Ja, ob ich das überhaupt aufschreiben darf. Wollte ja auch mal gerne, dass alles nun bestens ausgeht. Ne? Aber okay. Jede Seele, die jetzt auf der Erde weilt, hat eine letztmalige Chance, sich zu läutern. Ergreift sie diese angebotene Chance nicht, wird sie nicht noch einmal Gelegenheit dazu erhalten. Selig sind die, die das wissen und sich bemühen, zur Erkenntnis ihres göttlichen Funkens zu kommen, der unentdeckt in ihnen glimmt. Das Spiel, das vor langer Zeit begonnen wurde und das da heißt, ich kehre immer wieder zurück, solange ich will, ist vorbei. Alles wird sich wandeln und transformieren, aber in eine Form, die es bisher so noch nicht gab. Es wird eine neue Form sein, die nur noch jenen passen wird, die sich ja freiwillig anpassen. Es ist so, als wenn ein Sommerland sich umwandelt in ein Winterland. Alles ist anders, als es die Gewohnheit lange vorgegeben hat. Ich danke dir. Wir lassen das einfach als Text so stehen. Letzte Frage. Buchautorin quasi wider Willen. Ja, oder, wirklich wider Willen. Man kann wirklich sagen wider Willen, wenn ich dich richtig verstehe. Du hast aber den Menschen mit deiner Beratung und mit deinem Coaching nicht nur zwei Bücher geschenkt, sondern auch noch weiteres und noch mehr zu bieten. Vielleicht da noch einen Satz zu, wenn man mit dir in Verbindung tritt, dann geht das natürlich, indem man sagt, mich interessiert die Autorin, aber was ist das, was du dann auch als Essenz dann weitergeben kannst an Menschen, die sich von dir beraten lassen? Ja, also ich mache ja seit vielen Jahren schon spirituelles Coaching, ne? Habe ich dann so für mich das auch genannt, weil ich habe gemerkt, es ist eine alte Fähigkeit, die auch im Zuge dessen zurückgekehrt ist. Das heißt, ich kann den Seelenplan des Menschen lesen, in welchen Schwierigkeiten das steckt, ganz einfach, ne? In welchen Schwierigkeiten steckt jetzt die Seele? Weil wir haben ja das Matrix-Ego hier und es ist ja verdammt schwer für jeden wirklich seine Lebensaufgabe, sich zu erinnern und die auch zu leben. Und es geht ja nicht darum, dass wir unglücklich sind oder immer leiden sollen. Ne? Darum geht es überhaupt gar nicht. Ne? Und jeder steckt aber mal in irgendwelchen Schwierigkeiten. Ja? Und ich schaue im Seelenplan, ich kann das lesen und kann ihn dann wieder zurückbegleiten, genau auf dem Pfad, nämlich zu sich selbst, also zu seinem göttlichen Selbst, in sich den Weg zu finden, sodass er sich letzten Endes dann selbst heilen kann, ne? Dass ich selbst die Selbstheilung vom emotionalen Leid, aber auch vom körperlichen Leid. Ne? Hilft dir da die Inkarnation, von der du gesprochen hast? Das muss eine Fähigkeit sein, weil ich habe zwar überall mit meinem Verstand natürlich mal reingeguckt wollte immer alles beweisen, dann mir selber auch gegenüber, muss das stimmen. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, nein, das stimmt immer. Also es stimmt immer, wo er drinsteckt. Der Mensch, derjenige merkt das dann auch und kommt dann da raus wieder aus der Falle, wo er drin war. Und es hat aber immer
das hat jetzt nicht was mit zu tun, werde ich jetzt stinkereich oder was weiß ich oder bin ich mega erfolgreich. Natürlich kann ich das alles sein, wenn ich mir das im Seelenplan vorgegeben habe, wenn ich mir das gerade vorgenommen habe. Aber viele laufen auf ganz anderen Wegen, wollen irgendwas sein, was aber sie als Seelenpersönlichkeit wollten sie gar nicht. Ne? Die wollten ganz was anderes. Ne? Und ich bringe sie da wieder zurück. Alles klar. Und das macht mir viel Freude und Spaß, also wirklich da auch zu helfen. Ganz besonderes Gespräch, was wir hier geführt haben. Ich danke dir sehr herzlich und bin gespannt, was es noch an Botschaften und Informationen gibt in deiner jetzigen Inkarnation mit einer solchen, mit einem solchen Hintergrund. Renate, schön, dass du da warst. Danke. Liebe Zuschauer, die Transformation, der 13. Schlüssel, das persönliche Vermächtnis von Maria Magdalena und Jesus Christus von Renate Schmidt ist das erste Buch, über das wir ganz viel gesprochen haben und das wir, aus dem auch dann Renate gerade zitiert hat, und der Lichtcode, Code Ursache der Schöpfung, eine weitere Publikation, die das ergänzt und komplettiert. Insofern beide wichtige Publikationen und Bücher. www.weltenlehrer.de ist die Internetseite von Renate Schmidt, wo es natürlich auf der einen Seite die Bücher gibt, weitere Informationen, aber eben auch die Möglichkeit, direkt Kontakt mit ihr aufzunehmen und auch Informationen zu bekommen über noch ein ganz anderes Feld, für das die Zeit einfach heute nicht gereicht hat, denn es gibt einen weiteren spannenden Schwerpunkt, die Orgontechnik, die man mit ihrer Hilfe und mit der Hilfe ihres Sohnes erfahren, erleben und auch im eigenen Leben einsetzen kann. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit wie immer ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen beim Alpenparlament.